Herr Abgeordneter Stadler, die EU-Agrarpolitik soll reformiert werden. Zum ersten Mal ist dabei auch das Europäische Parlament umfassend mitbeteiligt. Macht das die Reform dadurch demokratischer? Die Bauern brauchen keine demokratischere Agrarverwaltung. Dazu haben sie schon jede Menge Institutionen in Österreich. Was die österreichischen Bauern brauchen, ist eine Verlässlichkeit, dass die Agrarförderungen im bisherigen Ausmaß zumindest weitergezahlt werden. Und das ist fraglich. Man versucht unter dem Deckmantel der Demokratisierung, damit, das heißt der parlamentarischen Mitentscheidung, versucht man Kürzungen durchzudrücken. Und dagegen muss man sich vor allem im Interesse des österreichischen Bauernstandes wehren. Welche Veränderungen sind denn konkret zu befürchten für die Bauern? Ja, es gibt eine Reihe von Veränderungen, die alle aber darauf hinauslaufen, dass am Schluss weniger Mittel nach Österreich fließen könnten. Auf der anderen Seite könnte es aber auch eine Chance sein, wenn man die kleinstrukturierte österreichische Landwirtschaft richtig positioniert. Es wird beispielsweise darüber diskutiert, ob man die Betriebsberatung verbessern sollte. Die österreichischen Bauern haben schon sehr vieles an Betriebsberatung, aber das soll verbessert werden. Es sollen wettbewerbssteigernde gemeinsame Maßnahmen durch die Bildung von Netzwerken ermöglicht werden. Netzwerkbildung wäre im Interesse der österreichischen Bauern, insbesondere auch bei der Vermarktung. Und dann sollen Anreize geschaffen werden für die Nutzung von Risikomanagement-Instrumenten. Das ist etwas, was natürlich Richtung Raiffeisenbanken und Richtung Genossenschaften geht. Letztlich soll auch die umwelt- und klimaverträgliche Bewirtschaftungsform stärker gefördert werden. Das wäre im Interesse einer kleinräumigen Landwirtschaft. Das richtet sich ganz eindeutig gegen die großen agrarindustriellen Komplexe, die derzeit europaweit überproportional gefördert werden. Das heißt, hier wären durchaus auch Möglichkeiten für die österreichische Landwirtschaft vorhanden, wo man die Direktzahlungen der österreichischen Bauern sichern kann. Aber es ist nach wie vor alles offen, weil unter dem Eindruck der budgetären Probleme und des budgetären Drucks der Versuch da ist, die Mittel überhaupt im Gesamten zu kürzen. Und das wäre für die österreichischen Bauern fatal. Sie haben es angesprochen, in der Diskussion um den neuen EU-Haushalt sollen auch die Agrarausgaben gesenkt werden. Wäre das nicht im Endeffekt auch positiv für Österreich, wenn insgesamt das Budget kleiner wäre? Die Agrarzahlungen sind ein wesentlicher Teil jener Rückflüsse, die aus dem EU-Topf, in den ja Österreich mit etwa 2,7 Milliarden pro Jahr einzahlt, wo dann Rückflüsse stattfinden. Das heißt, wenn die Rückflüsse für die Bauern absinken, dann steigt automatisch der Nettozahlerbeitrag Österreichs. Und das ist nicht im österreichischen Interesse, sondern wir haben das Interesse, dass möglichst viel Geld von dem, was wir nach Brüssel zahlen, auch tatsächlich wieder nach Österreich zurückfließt. Und da ist der bäuerliche Anteil ein erheblicher Anteil. Nochmal zurück zum Greening. Wieso sollen ausgerechnet die Bauern zu umfassenden Klimaschutzmaßnahmen gezwungen werden? Naja, das tun sie ja in Österreich jetzt schon. Man darf ja nicht österreichische Betriebe mit holländischen Betrieben oder deutschen Betrieben oder französischen Betrieben vergleichen. Agrarindustrie, wie sie dort vorhanden ist, gibt es ja Gott sei Dank in Österreich nicht. Das heißt, hier könnte die österreichische Landwirtschaft ohne weiteres in einen Wettbewerb eintreten, auch was die Flurgestaltung anlangt, etwa Windschutzgürtel oder Ackerrandstreifen. Da ist Österreich sehr, sehr weit schon in seiner Entwicklung. Aber hinter dem Greening könnte auch natürlich und besteht auch die Gefahr, dass dazu zusätzliche Kontrollmaßnahmen und damit bürokratischer Aufwand für die Bauern verbunden wäre. Und da muss man vorsichtig sein. Die Bauern sind derzeit schon unglaublich dicht verwaltet. Weiteren Verwaltungsaufwand ist den Bauern nicht mehr zuzumuten. Eine weitere Neuerung sieht vor, dass es Transparenzdatenbanken geben soll. Darin werden dann die Förderungen der Bauern detailliert eingetragen, inklusive Name und Anschrift der geförderten Landwirte. Welchen Zweck sollen diese Transparenzregeln erfüllen? Wenn die Bauern das machen, dann sollen es bitte alle machen. Ich war immer ein Vertreter jener, die gesagt haben, dass alle Förderungen in Österreich, die ausbezahlt werden, über entsprechende Transparenzkonten ausbezahlt werden sollen, sodass man sich ein genaues Bild davon verschaffen kann, wer und auch welche Betriebe, auch Wirtschaftsbetriebe, in welchem Ausmaß welche Förderungen kassiert, sodass das Ganze transparent wird, nachvollziehbar wird. Die Bauern brauchen diese Transparenz überhaupt nicht scheuen. Sie sollte nur nicht mit zusätzlichem Verwaltungsaufwand verbunden sein. Ich sage das nur noch einmal. Der Verwaltungsaufwand müsste bei jenen sein, die die Förderungen abwickeln. Und dann ist Transparenz
europaweit vergleichbare Transparenz im Interesse der österreichischen Bauern. Wir halten jeden Vergleich mit deutschen, holländischen Bauern, aber auch mit griechischen Bauern oder spanischen Bauern, halten wir jeden Vergleich aus. Da würde Österreich sogar, wie ich glaube, sogar noch sehr viel besser dastehen, wenn die Transparenz einmal endlich hergestellt wird, als es derzeit der Fall ist. Das führt ja zu einer ganz grundlegenden Frage, nämlich warum braucht Europa überhaupt eine gemeinsame Agrarpolitik? Was würde denn passieren, wenn man das Geld einfach national umverteilen würde? Ich hätte da nichts dagegen. Es hat sich nicht als besonders förderlich herausgestellt, dass man die Agrarpolitik dermaßen vergemeinschaftet hat. Es steigt ja auch im bäuerlichen Sektor der Widerstand in Frankreich, in Großbritannien oder in anderen Mitgliedsländern relativ stark an. In unserem Interesse ist es, dass wir die kleinräumige bäuerliche Familienstruktur erhalten. Natürlich weiß ich, dass dort sehr viele Familienbetriebe in Wahrheit Nebenerwerbsbetriebe sind. Und da war nicht den österreichischen Bundeskanzler, wenn er glaubt, dass man diese Förderung für die Nebenerwerbsbauern mit in die Arbeitnehmerförderungsvergleiche hineinrechnen muss, dann macht er die Rechnung ohne Wirt. Und der Wirt lautet in dem Fall die österreichische Landschaft. Und diese österreichische Landschaft ist ein so großes Kulturgut, von dem nicht nur die Bauern selber profitieren, nicht nur jeder, der zu Erholungszwecken diese Landschaft benutzt, sondern vor allem auch die ganze Tourismuswirtschaft profitiert. Das heißt, das ist eine echte Abgeltungsleistung der öffentlichen Hand für die Leistung, die die Bauern im Bereich der Erhaltung unserer schönen österreichischen Kulturlandschaft erbringen. Und da ist der Vergleich mit jedem anderen Arbeitnehmer nicht anzustellen. Den hat der Bundeskanzler gemacht, aber den muss ich mit Entschiedenheit zurückweisen. Jetzt ist es ja offenkundig nicht einfach, die Interessen der Bauern in Brüssel zu garantieren und zu vertreten, zu berücksichtigen. Wenn dann die Reform durchgeht in diesem Jahr, haben Sie große Hoffnung, dass Österreich gut abschneidet? Diese Hoffnung habe ich schon, weil ich glaube, die zweite Regierungspartei, die ÖVP, sich nicht leisten kann, die Bauern weiter am Altar ihres Europäismus, ihrer europäischen Ersatzreligion zu opfern. Und daher glaube ich, dass hier es gerade einem BZÖ-Abgeordneten gut ansteht, eine gewisse Vorreiterrolle im Agrarausschuss zu spielen, um den Druck auf die ÖVP zu erhalten, damit die ÖVP weiß, dass sie in diesem Bereich nicht nachgeben darf. Und wenn das gelingt, dann liegt das auf jeden Fall im österreichischen Gesamtinteresse, aber natürlich im speziellen Interesse des österreichischen Bauernstandes. Es besteht ja dann zu befürchten, dass, oder es könnte sein, dass das ein Wahlkampfthema wird, wenn die Reform im Sommer durchgeht und im Herbst die Neuwahlen sind. Ja, ich habe da nichts dagegen. Das kann man ruhig auch im Wahlkampf diskutieren, damit die Bauern sehen, wer wirklich ihre Interessen vertritt und wer nicht. Und da wird die SPÖ Argumentationsnotstände haben, aber es wird auch die eine oder andere Argumentationsnot auch bei den Schwarzen eintreten. Also wahrscheinlich eine Zerreißprobe für Bauernbund und ÖVP. Der Bauernbund muss sich entscheiden, ob er bedingungslos weiterhin diesem Europäismus der ÖVP folgt oder ob er die Standesinteressen der Landwirte im Vordergrund sieht. Wenn er Zweiteres tut, dann kann er mit diesem ganzen europäischen Wahnsinn nicht weiter mitmachen.